Hallo, herzlich willkommen bei Wahre Gesundheit. Heute spreche ich mit Dr. Schreckenbach über zwei Hauptthemen. Zum einen natürlich das altbekannte Amalgam und der zweite Themenkomplex werden Kunststofffüllungen sein. Was viele von euch vielleicht noch nicht wussten, ist, dass diese Kunststofffüllung so zwischen 70 und 100 verschiedene Einzelbestandteile hat. Und jetzt könnt ihr euch auch vorstellen, dass der Mensch auch auf den einen oder anderen Stoff vielleicht allergisch oder schlecht reagiert. Diese zwei Themen und vieles andere besprechen wir gleich im ersten Teil. Ich kann euch sagen, es passiert eine ganze Menge. Wir erfahren viele neue Sachen. Freut euch, seid gespannt. Bis gleich und viel Spaß beim Zuhören. Hallo Herr Dr. Schreckenbach, herzlich willkommen bei Wahre Gesundheit. Hallo Herr Kühn. Ja, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um mit uns über, ja, im Großen und Ganzen über Zähne zu sprechen. Allerdings sind Sie vielleicht einer der wenigen Ärzte, die nicht nur den Zahn sehen, sondern auch den ganzen Menschen. Und wir reden heute in dem ersten Teil ganz besonders über Zahnmaterialien. Mit welchem Klassiker fangen wir denn da an? Ja gut, wenn Sie mich schon so schneekig fragen, um es mal so salopp auszudrücken, dann würde ich natürlich mit dem Standard anfangen, den wir als Medizinstudenten natürlich erst einmal gelernt, das ist das Amalgam. Ja, das gibt schon sehr viele Jahre und sehr viele Jahrzehnte, schon fast Jahrhunderte. Und dieses Material hat, ja, wie soll ich das ausdrücken, viele Schattenseiten, aber natürlich nicht nur Schattenseiten, sondern auch Vorteile, zumindest mal aus dem Verarbeitungsblickwinkel und der Standhaftigkeit. Und da sind wir eigentlich auch schon beim Thema. Also wann wird oder wann sollte Amalgam verwendet werden? Für mich als biologischer und ganzheitlicher Zahnarzt gar nicht, weil die Materialkomponenten sind teilweise sehr kritisch und sie sind immer noch bei vielen Menschen Ursache für chronische Erkrankungen. Wir haben ja in dem Amalgam 5 Metalle drin. Das ist einmal das Quecksilber, dann das Zink, das Zinn, das Kupfer und das Silber. Und von der Zusammensetzung her sieht es so aus, dass wir insgesamt 53% Quecksilber drin haben. Das heißt also, es sind 3% vom Quecksilber sind in fester Form, obwohl das ja sehr selten ist, weil Quecksilber ist ja, wie der Zuschauer oder Zuhörer weiß, in der Regel ein flüssiges Metall bei Zimmertemperatur. Und trotzdem ist es halt so, dass der Anteil von Quecksilber im Amalgam, im Zahnamalgam 53% beträgt. Das ist jetzt von Hersteller zu Hersteller ein bisschen unterschiedlich. Der eine macht, keine Ahnung, 53,7%, der andere 52,5%, wie auch immer. Genauso gibt es Unterschiede in den Zusammensetzungen der anderen 4 Metalle. Also das heißt, der Anteil von Silber, Kupfer, Zinn und Zink sind auch vom Hersteller zu Hersteller etwas unterschiedlich, weil die Hersteller natürlich da auch ihre eigenen Untersuchungen gemacht haben, was standhafter ist und was nicht. Es ist ein Werkstoff, ich fange jetzt erstmal ganz banal an, der sich für uns Zahnärzte sehr gut verarbeiten lässt, sehr schnell verarbeiten lässt und wirklich von seiner mechanischen Widerstandsfähigkeit faszinierend ist. Nicht nur das, er ist natürlich auch antibakteriell, wenn Sie so wollen, weil er enthält erstens mal A, Silber, er hat natürlich auch Quecksilber. Und da ist es natürlich so, dass das für Bakterien nicht so förderlich ist. Kann man jetzt sehen, wie man will. Auf der anderen Seite ist es so, diejenigen, die sich ein bisschen in Chemie auskennen, sollten sich mal die Mühe machen, nochmal ins Periodensystem zu gucken, wo das Quecksilber wo das da angelagert ist und wo es steht. Und die Schwierigkeit, die wir in der ganzheitlichen Medizin sehen, ist eben halt das Quecksilber in Form des Gasförmigen. Also wir haben weniger Schwierigkeiten damit, wenn Amalgam verschluckt wird. Natürlich ist das auch nicht so gesund und nicht so toll, aber da wird das Quecksilber in eine Form umgewandelt, die wesentlich harmloser ist, wie das, was man einatmet. Und wenn Sie wissen, dass eben halt Quecksilber bei Zimmertemperatur schon flüssig ist und nur durch die Kombination mit den anderen Metallen fest wird, dann ist eigentlich relativ schnell klar, dass dieser gasförmige Zustand im Mund pausenlos abgegeben wird, auch wenn es fest ist.
So entsteht doch oder weichen aus den Füllungen doch Amalgamdämpfe, also sprich Quecksilberdämpfe, um genau zu sein. Ne? Das ist auch der Grund, warum natürlich wir als ganzheitliche Zahnärzte oft angefeindet werden, nach dem Motto, ja, wenn ihr das rausbohrt, dann hat der Patient eine viel höhere Belastung. Ja, das ist richtig, für den Moment schon. Auf der anderen Seite wird natürlich nach der Entfernung ist dieser gasförmige Austritt vom Quecksilber aus dem Zahn beendet, weil natürlich kein Quecksilber mehr im Zahn drin ist. Da gibt es dann, um vielleicht auch dieses Thema gleich abzuarbeiten oder abzuhaken, ich nehme an, dass Sie das auch interessiert und Ihre Zuhörer, wie macht man das, dass man Amalgamfüllungen sicher entfernt? Da gibt es auch verschiedene Arten von Philosophien. Die einen sagen, man muss auf jeden Fall Kofferdamm verwenden. Kofferdamm müssen Sie sich so vorstellen, ich komme gerade ein Tüchlein, dass das ein Spanngummi ist, ja, welches um den zu behandelnden Zahn herumgelegt wird. Und dann guckt der Zahn letztendlich aus diesem Tüchlein heraus, sodass die Späne, die von dem Zahn beim Entfernen der Amalgamfüllung rausfallen, dass die nicht in den Mund gelangen. Damit will man vermeiden, dass eben halt Quecksilberspäne oder Füllungsspäne vom Amalgam in den Mund gelangen. Das ist ja durchaus vernünftig, ist aber letztendlich in einer Studie der Universität in Uppsala in Schweden nachgewiesen worden, dass hinter diesem Spanngummi dann eine sehr hohe Konzentration von Quecksilberdampf entsteht, weil Quecksilberdampf durch diese Membran hindurchgehen kann, sodass man sowohl vor, also da, wo der Zahn gebohrt wird, wie auch hinter dem Spanngummi mit sehr leistungsfähigen Absaugapparaturen arbeiten muss, damit der Patient eben halt nicht diesen Quecksilberdampf abbekommt. Aufgrund dessen hat die Universität in Uppsala eine spezielle Absaugvorrichtung entwickelt, die ich viele Jahrzehnte in der Praxis verwendet habe. Das ist so eine Art, habe ich jetzt leider nicht als Beispiel da. Aber müssen Sie sich so vorstellen, wie so ein Schuhkarton, der quasi nach oben hin offen ist und der nur einen Zugang hat vom Absaugschlauch. Und dann ist der Zahn quasi in diesem kleinen Schuhkarton drinne, sodass, wenn der Bohrer kommt und die Amalgamfüllung zerlegt, erstens einmal die Späne in diesem Schuhkarton bleiben und zweitens die Dämpfe, weil es eben halt nur einen Zugang gibt von dem Absaugschlauch, um das 100-fache mehr abgesaugt werden, wie wenn man das normal mit einem normalen Absauger macht. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Der zweite Aspekt, warum ich gegen diesen Spanngummi war und immer noch bin, ist, um dieses Spanngummi an dem Zahn festzumachen. Der Zahn hat ja so eine Form wie eine Frauenhüfte, ja, so ein bisschen rund und dann wird es wieder unten hin eng. Da wird eine Spannklammer um diesen Zahn gelegt, damit dieses Spanngummi dann auch an dem Zahn festhält. Diese Spannklammer besteht aus Metall und dieses Metall wird wie so eine Haarklammer mehr oder weniger um den Zahn drumherum gelegt und dabei wird aber auch das Zahnfleisch ein bisschen verletzt. Das merkt der Patient gar nicht, das ist auch für das Zahnfleisch komplett egal, weil wir verletzen uns im Grunde genommen bei jedem Zahnputzen auch ein bisschen. Aber was viel wichtiger ist, ist, dass wenn das Spanngummi dann wieder entfernt wird und man hat nicht wirklich sauberst darauf geachtet, dass noch kleine Spänchen irgendwo auf dem Gummi sind oder im Mund sind und diese gelangen dann in diese Mini-Wunde, dann haben sie das Amalgam systemisch im Körper und das ist natürlich überhaupt nicht gut. Darum habe ich meinen Patienten immer dieses Vorgehen, wie ich es Ihnen jetzt gerade auch erzähle, erklärt und habe gesagt, wir haben die Möglichkeit, selbstverständlich, wenn Sie das mit dem Spanngummi wollen, gar keine Frage. Wir machen das, ich habe das die letzten 20, 25 Jahre ohne dieses Spanngummi gemacht, in über 90% der Fälle, auch mit demselben Erfolg wie mit Spanngummi, also da sehe ich keinen Unterschied. Aber natürlich für die Sicherheit vom Patienten, wenn der das unbedingt wollte, haben wir natürlich auch das Spanngummi gemacht, gar keine Frage. Also um es nochmal zusammenzufassen, wichtig zum Verständnis ist, dass das Gefährliche am Quecksilber in Amalgam der gasförmige Zustand ist. Weil dieser gasförmige Zustand geht direkt über die Blutgefäße, also sprich über die Schleimhäute in die Blutgefäße und damit ist es auch systemisch. Und das wird natürlich durch den Bohrer schon erzeugt, natürlich diese... Richtig, das heißt, man muss auch den Bohrer mit einer entsprechenden Umdrehungszahl nur arbeiten lassen. Ja, also es wird grob zerspannt, auf keinen Fall mit einem Diamanten, sondern mit einem Hartmetallfräser wird quasi ein Schlitz gemacht in die Füllung und man kann dann die Füllung rausbrechen, weil letztendlich
ist außer den Kunststofffüllungen, zu denen wir gleich noch kommen, das Amalgam mechanisch im Zahn verriegelt. Ja, also das klebt nicht, sondern es wird durch eine spezielle Präparationsform, die nach unten hin, also wenn hier oben, wo meine Fingerkuppen sind, wenn da der Karies ist, dann wird die Füllung oder das Bohrloch nach unten etwas erweitert, jetzt übertrieben, aber damit man es versteht, ja. Sodass, wenn das plastische Material in den Zahn hineinkommt, sprich das Amalgam, und das wird dann eben halt hart, dass das allein schon mechanisch auch nicht mehr nach oben raus kann. Und insofern kann man dann, wenn man es schlitzt, kann man im Grunde genommen sehr grobe und große Stücke aus dem Zahn entnehmen, was natürlich wiederum der Produktion von Gas verhindert oder vermeidet oder verringert und natürlich dann aber auch mit der entsprechenden Drehzahl. Ja, und viele Patienten, die zu mir gekommen sind, haben halt berichtet, dass es einfach ohne Schutz mit der Turbine rausgebohrt wurde. Das ist natürlich nicht so gut, weil dann steigt die Belastung extrem an erst einmal. Und das ist für manche Patienten mit chronischen Krankheiten nicht so toll. Ja, furchtbar. Chronische Krankheiten, da kommen wir am besten gleich drauf, dass wir da mal kurz einhaken, was für Folgen das überhaupt haben kann, bevor wir jetzt zum Kunststoff gehen oder beziehungsweise mit dem Quecksilber noch weitermachen. Was sind denn so die typischen chronischen Krankheiten, die dadurch befeuert werden können oder sogar ausgelöst werden eventuell? Also da wird es jetzt schwierig, ganz ehrlich, weil wir haben von, ich sag mal wirklich jetzt auch ein bisschen plakativ, von Fußpilz bis Haarausfall alles. So ist es natürlich nicht. Also wir haben vor allen Dingen neurologische Auffälligkeiten. Es gibt eine sehr interessante Studie, ich kann Ihnen gerne den Link zur Verfügung stellen, den Sie dann auch den Zuschauern zur Verfügung stellen können. Es gibt eine Studie aus Calgary in Kanada und man hat da Zellen, also Neuronen mit Quecksilber belegt, beziehungsweise also in eine Petrischale, da wo diese Zellen gezüchtet wurden, hat man eine quecksilberhaltige Lösung gebracht. Und die Zuschauer muss sich das so vorstellen, so ein Nerv ist wie ein elektrisches Kabel. Es hat also innen drin eine Kupferleitung, ja, und außenrum eine Isolation. Und bei den Nervenbahnen ist es so, dass diese Isolation in bestimmten Abständen immer Löcher hat. Oder quasi bis auf das Kupfer runtergeht. Das ist der Grund, warum Nerven ihre Informationen weitergeben können. Das springt also quasi so von Öffnung zu Öffnung diese Information weiter. Und wichtig ist aber, dass man versteht, dass bei den Neuronen, also bei den Nervenzellen, gerade am Ende, da wo sie wachsen, immer auch diese Schutzhülle sein sollte. Und Calgary, die Untersuchungen von Calgary konnten zeigen, dass wenn Quecksilber da in diese Neuronen angebracht wird, also eine quecksilberhaltige Lösung, dass diese Isolation wegfällt. Und dass natürlich das zu neurologischen Störungen führt, und zwar massiv, oder führen kann. Und insofern sind also alle Sachen, die mit neurologischen Störungen zu tun haben, an vorderster Front. Das ist natürlich jetzt auch ein Riesengebiet. Ja? Also das geht von Schlafstörungen zu Kopfschmerzen, zu Angstzuständen, zu Unruhezuständen, was auch immer, also auch was neurologisch immer neurologisch bezeichnet werden kann, gehört in diesen Bereich mit hinein. Auf der anderen Seite natürlich aber auch Allergien, Unverträglichkeiten gegen bestimmte Stoffe. Und weil der Zuschauer muss sich vorstellen, die Mundschleimhaut ist eine Haut, genau wie unsere Außenhaut. Und der Körper ist in der Lage, über diese Schleimhaut Stoffe aufzunehmen, aber natürlich auch Stoffe abzugeben. Es gibt also keine Einbahnstraße, sondern immer beide Wege. Vielleicht wissen Sie oder die Zuschauer, dass es Menschen gibt mit Angina pectoris, das sind diese Herzkrämpfe. Und diese Patienten haben immer entweder Nitrolingual-Spray dabei oder Nitrolingual-Kapseln, auf die sie dann drauf beißen. Und innerhalb von Sekunden hört dieser Herzkrampfanfall auf, weil eben halt das Medikament direkt übers Blut, also über die Mundschleimhaut, ins Blut gelangt und sofort Wirkung zeigt. Das ist natürlich auch der Fall bei allen anderen Materialien, ganz bewusst sage ich das jetzt so, die im Mund von einem Menschen sind. Das heißt, ob das jetzt nun Amalgam ist oder Kunststoff ist oder Gold ist oder was auch immer im Mund eines Patienten ist, über die Mundschleimhaut wird dieses Material in die Blutbahn gelangen. Und insofern sollte man sich wirklich sehr gut überlegen, welches Material man verwendet und welchen Materialmix man im Mund verwendet. Darum ist es leider so, dass also ich immer wieder erlebe, dass Patienten, ich drücke es auch mal jetzt plakativ aus,
bei zwei Zahnärzten waren, aber 5 oder 8 oder 10 unterschiedliche Materialien im Mund haben. Obwohl es derselbe Kollege oder dieselbe Kollegin war, wurde dann die eine Krone mit diesem Material gemacht und die andere Krone mit diesem Material zum Beispiel. Es ist im Grunde genommen der Zahnarzt, der dem Techniker sagt, was für ein Material verwendet wird. Und der Techniker ist natürlich auch auf sich bedacht. Der versucht natürlich erstens mal auch sein Material, was er noch da hat, zu verwenden. Und er versucht, Material zu verwenden, was er einfach und elegant verarbeiten kann. Dem ist ja auch kein böser Wille dahinter, um Gottes Willen. Aber es kann durchaus sein, dass derselbe Patient an zwei verschiedenen Zähnen vom selben Zahnarzt zwei unterschiedliche Materialien verarbeitet bekommen hat, weil der liebe Kollege oder die liebe Kollegin nicht gesagt hat, ich habe bei dem ersten Zahn dieses Material verwendet oder möchte, dass dieses Material verwendet wird. Und dem Techniker sagt, beim nächsten bitte dasselbe Material verwenden. Ja? Weil, kommen wir wieder zum Amalgam zurück und zu den Metallen. Erst einmal, weil wenn man unterschiedliche Metalle im Mund hat, entsteht eine Batterie, wie beim Auto. Ja, das Auto, die Autobatterie besteht aus zwei unterschiedlichen Metallplatten, die mit einer Säure verbunden sind oder mit einer, sagen wir mal, Lösung, die eben halt viele Mineralstoffe enthält, Speichel. Und dann, wenn ich also Gold neben Amalgam habe, dann wird aus dem minderwertigen Metall, sprich Amalgam, mehr Metalle freigegeben. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel eine Amalgamfüllung habe in dem einen Zahn und als Nachbarzahn eine Goldkrone habe, ja, dann wird natürlich extrem viel Quecksilberdampf aus diesem Quecksilber, also Amalgamzahn, abgegeben. Das sollte man auch wissen. Das heißt also, unterschiedliche Metalle im Mund führen zu einer Mundbatterie und diese wiederum sorgt dafür, dass die minderwertigen Metalle aus den Kronenfüllungen, was auch immer, abgegeben wird, was dann wiederum zu Schwierigkeiten führen kann. Ja, und die Mundbatterie kann auch so stark sein. Ich meine, Füllungen sind nun relativ zentral an unserem Hauptcomputer. Ja, und wenn der Strom da relativ hoch ist, das ist dann schon nicht so toll. Das ist beeindruckend, weil das, was Sie gerade öffnen, das Tor, das bietet ja für viele Leute ganz neue Ansätze für ihre Gesundheit, weil daran denkt ja kein normaler Mensch, diesen Gedankengang zu führen. Wie kann man denn, die Situation mit den Zähnen, wie stehen Sie denn grundsätzlich dazu, um Amalgam, sollte man das auf jeden Fall entfernen oder gibt es auch Situationen, wo Sie sagen, das könnte man auch drin lassen? Also ich meine, ich blicke jetzt auf eine, auch wenn das jetzt ein bisschen beweihräuchernd klingt, aber trotzdem auf eine doch Erfahrung von 38 Jahren zurück. Wir haben, als ich begonnen habe, war das Thema Amalgam, war aber nicht so sehr beachtet, ging aber dann richtig los. Viele von meinen Kollegen haben gesagt, das ist alles Bullshit, das brauchen wir nicht dran zu denken, das ist alles in Ordnung, es wird schon so viele Jahre, Jahrzehnte verwendet, das ist alles in Ordnung. Ich hatte dann immer die Patienten, bei denen es halt nicht in Ordnung war, oder viele Patienten. Muss aber dazu sagen, es gibt auch Menschen, die haben anscheinend ein Immunsystem oder eine Entgiftungsleistung ihres Immunsystems, die dermaßen faszinierend ist. Die haben also den ganzen Mund voll Amalgam, haben noch Goldkronen dazwischen, vielleicht sogar noch eine Modellgussprothese aus einem Stahl oder was auch immer. Die sind quietschfidel, die haben gar nichts. Ja, die sind kerngesund. Und da haben wir schon erlebt, dass die mit dem Wunsch kamen, diese Amalgamfüllungen zu entfernen. Und danach gingen die Probleme los, nach dem Motto. Das war zwar ganz wenig, aber das gab es. Und insofern haben wir uns angewöhnt, in der Praxis dann immer auszutesten, ob dieser Mensch, der wirklich mit dem Wunsch kommt oder vielleicht sogar der eben halt eine Füllung ausgetauscht bekommen muss, weil sie kaputt ist, ob das wirklich für den gut ist, die Amalgamfüllungen zu entfernen oder nicht. Da gibt es glücklicherweise mittlerweile sehr, sehr gute Laboruntersuchungsmöglichkeiten, die zeigen können, ob das Immunsystem eines Menschen unter dem Amalgam oder unter den Bestandteilen des Amalgams zu kämpfen hat. Und wenn dem so ist, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, die Amalgamfüllung zu entfernen. Aber auch da gibt es sogenannte verschiedene Protokolle. Also man kann nicht jedem, mal angenommen, wir gehen erstmal von 12 Amalgamfüllungen aus, das ist so ein guter Durchschnitt, ja, 8 bis 12 Füllungen. Es gibt Menschen, da kann ich nicht oder da sollte ich auf gar keinen Fall alle auf einmal entfernen, weil das Immunsystem dieses Menschen schon so stark angeschlagen ist, selbst mit Schutzvorkehrungen,
würde dann eine Entfernung zu einer massiven Reaktion führen. Und es gibt andere, deren Immunsystem ist gut, verträgt aber trotzdem kein Amalgam. Da kann man dann ruhig auch mal eine größere Portion dann entfernen. Das ist also immer eine individuelle Geschichte. Aber grundsätzlich würde ich dafür plädieren, dass man eben halt Amalgam nicht mehr einsetzt. Ja, also das ist einfach so. Das heißt also, wir sollten uns mehr auf die Prophylaxe, also auf die Vorsorge konzentrieren, schauen, dass die Kinder eben halt oder auch die Erwachsenen natürlich genauso keine Löcher bekommen. Und wenn Löcher da sind, dann eben halt mit Materialien füllen, die nicht aus Amalgam bestehen. Ich war sehr beeindruckt, wenn ich da kurz reinkrätschen darf. Ich war sehr beeindruckt im Vorgespräch, wenn Sie schon andere Materialien erwähnen. Das war für mich unvorstellbar. Kunststoffe, die auch eingesetzt werden als Alternative, die haben zwischen 70 und können bis zu 70 bis zu 100 Bestandteile haben. Ist das so? Habe ich das richtig in Erinnerung? Ja, haben Sie richtig in Erinnerung. Also als ich begonnen habe, da kamen also Kunststoffe gibt es schon immer oder sehr, sehr lange. Die wurden zunächst einmal verwendet im Bereich der Prothesen, also des Zahnersatzes. Man hat ja ganz früh hat man mit Kautschukprothesen gearbeitet, ja, also viele, viele Jahre zurück. Die waren auch ganz gut schon, weil Kautschuk ist im Grunde genommen ein sehr schönes Material, auch ein sehr verträgliches Material. Allerdings war damals, zu der damaligen Zeit, die Farbgebung nicht so toll. Also die Prothesen sahen nicht so besonders prickelnd aus. Ja, es war so ein bisschen, sah so ein bisschen unsauber aus. Dann ist man auf die Idee von Kunststoffen gekommen. Da gab es und gibt es immer noch die zwei Komponenten Kunststoffe, also Komponente A, Komponente B. Aber wie Sie schon richtig gesagt haben, bestehen diese Komponenten, diese einzelnen Komponenten aus sehr vielen Inhaltsstoffen. Beim Amalgam haben wir 5. Ja, und wir wissen aus der Homöopathie und auch aus der Lehre der Materialkunde und der Metalle, da können wir sagen, okay, Silber macht diese Symptome bei einer Silbervergiftung oder einer Silberbelastung, Zink oder Zinn macht diese Symptome und so weiter. Das wissen wir relativ genau. Bei den Kunststoffen, mittlerweile sind die Kunststoffe so, sie sind einfach faszinierend auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch ein bisschen erschreckend. Die meisten Kunststoffe, die wir als Füllungsmaterialien verwenden, werden heutzutage mit UV-Licht ausgehärtet. Das heißt also, der Zahnarzt bohrt das Loch, stopft das Loch mit einer Kunststofffüllung aus, einem Kunststoffmaterial und hält da so eine blaue Lampe drauf. Und diese blaue Lampe sorgt dafür, dass eben halt dieser Kunststoff aushärtet und zwar direkt. 30, 60 Sekunden sollte normalerweise diese UV-Bestrahlung von so einer Füllung sein. Weil in diesem Füllungsmaterial sogenannte Photoinhibitoren sind. Das sind also Stoffe, die beim Kontakt mit UV-Licht anfangen, chemische Reaktionen auszulösen, die dann eben halt dazu führen, dass diese Kunststofffüllung fest wird. Es sind aber natürlich in den Kunststofffüllungen sehr viele Stoffe drin, die ja dazu dienen, dass man erstens mal die Farbe hinkriegt. Und das ist jetzt das Nächste, wo ich auch gleich, auch wenn es jetzt ein bisschen aufwendig wird, aber ich sage es trotzdem. Wie kann sich der Zuschauer vorstellen, wie Farbe in einen Kunststoff hineinkommt? Oder wie kann man sich vorstellen, dass in Porzellan eine Farbe hineinkommt? Also auch in Kronen, ja, also in verblendete, mit Keramik verblendete Kronen. Ja, ganz einfach. Sie kriegen das nur hin, indem Sie Metalloxide verwenden. Ja, also die Farbgebung in Kunststofffüllungen und auch in Keramik. Da ist nicht irgendwie, dass man von Curry ein bisschen was reinmacht, damit man es ein bisschen gelb kriegt, ja, oder ein bisschen rote Beete reinmacht, damit man es ein bisschen rot kriegt. Nein, es wird alles mit Metalloxiden gemacht. Und das kann auch wieder dazu führen, dass die Menschen, die eben halt sehr empfindlich sind, und die gibt es halt nun mal, dass die auch damit ihre Schwierigkeiten haben. Aber zurück zu den 70 bis 100 Inhaltsstoffen, ja, das stimmt. Es gibt in dem Kunststoffbereich, gibt es mittlerweile fünf Grundbausteine, fünf Matrix, sagt man dazu. Das ist also quasi so das Basismaterial, was in Kunststofffüllungen drin ist. Und da haben wir mittlerweile auch labormedizinisch die Möglichkeit zu überprüfen, ob ein Patient oder ein Mensch, der eben halt gerade eine Amalgamsanierung gemacht bekommen hat und sagt, jetzt ist es viel schlimmer wie vorher, quasi, oder? Ja, oder mir fängt die Zunge an zu brennen oder was auch immer. Man kann überprüfen, ob eine von diesen Matrix-Bausteinen zum Beispiel eine Unverträglichkeit auslöst. Wenn dem so ist, dann kann man nur beten, dass der Kollege oder die Kollegin aufgeschrieben hat, welcher Kunststoff verwendet wurde in der Karteikarte. Man kann dann überprüfen, ob dieses Kunststoffmaterial diese Matrix, also diesen Grundbaustein, enthält. Und wenn das labormedizinisch nachgewiesen ist, dass da tatsächlich eine Unverträglichkeit besteht,
dann kann man sagen, okay, diese Füllungen müssen raus, weil da gibt es eine Immunsystemreaktion dagegen. Und es gibt kaum noch Kunststofffüllungen, wo nicht Fluoride drin sind. Das ist auch ein Thema, da kann man auch jetzt tagelang drüber sprechen. Ja, Fluoridierung von Zähnen, Fluorid als angebliche Kariesverhinderungsmaschine in Anführungsstrichen. Es sind in allen Kunststoffen oder in den meisten, 95% sind Weichmacher drin, also Bisphenol A. Ja, das hat man ja nun schon entdeckt, dass das nicht so gesund ist. Das heißt, man hat Babyschnuller, Babyflaschen, sogar Infusionsschläuche, macht man jetzt Bisphenol A frei, also Weichmacher frei, weil man einfach weiß, dass Bisphenol A nicht so gesund für den Menschen ist. Ja, und das sind alles Stoffe, die in den Kunststofffüllungen drin sind. Dazu kommt eine sehr interessante und erschreckende Studie eines Materialkunde-Professors aus München, der nachgewiesen hat, dass selbst wenn die Kunststofffüllungen so verarbeitet werden, wie es der Hersteller empfiehlt, dass die Kunststofffüllungen nur zu ungefähr 80% aushärtet. 20% werden chemisch immer noch, sind immer noch chemisch nicht gebunden, sind also immer noch chemisch aktiv. Und das ist natürlich auch nicht so toll. Ja? Und wir haben also einen Kollegen, gibt es in, ich glaube, der ist im Freiburger Raum, der hat viele Patienten, wo er einfach nur in Anführungsstrichen, diese Kunststofffüllung 5 Minuten lang mit diesem Blaulicht bestrahlt, also quasi nochmal nachhärtet. Und bei sehr, sehr vielen Menschen hören dann diese Symptome auf. Das ist einfach so. Und trotzdem ist es immer noch nicht ganz ausgehärtet. Also ich behaupte mal, die Prophezeiung, auch wenn das natürlich sehr, sehr riskant ist, weiß ich, aber trotzdem wage ich das einfach aufgrund der Erfahrung, die ich letzten Jahrzehnten gemacht habe, dass wir vielleicht so in 20 Jahren anfangen werden, die Leute von den Kunststofffüllungen zu befreien. Ja? Also es gibt, um das auch nochmal zusammenzufassen, es gibt keinen guten oder kein Füllungsmaterial, was ich jetzt hier dem Zuschauer oder Zuhörer empfehlen kann. Das ist immer eine individuelle Geschichte. Ja? Es geht immer darum, hat er Vorerkrankungen, hat er Schwierigkeiten mit der Haut, gibt es da Sachen, die man beachten muss, und dann ist die Komponente auch zu beachten, was passiert später. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Goldfüllung mache, Goldfüllungen sind ähnlich lange wie die Amalgamfüllung unterwegs. Es gibt sogenannte Goldhämmerfüllungen, da wird einfach nur Blattgold genommen und es wird in den Zahn hineingeklopft mit einem speziellen mechanischen Instrument. Das ist in der Regel 99% Gold. Das ist sehr gut, man braucht keine anderen Materialien, wunderbar. Aber ich kann aus diesem Gold nicht alles machen. Ich kann daraus kleine Füllungen machen und das war's. Jetzt braucht der Patient aber eine Brücke, also einen Ersatz von einem Zahn, der fehlt. Jetzt muss der Techniker ein anderes Material verwenden, weil dieses Blattgold oder dieses 99% haltige Gold ist viel zu weich, um so eine Brücke machen zu können. Das heißt, wir haben die nächste Stufe vom Material. Das heißt, wir haben dann jetzt schon zwei verschiedene Metallkomponenten im Mund, sprich die Batterie beginnt zu laufen. Jetzt zieht der Patient um in eine andere Stadt, in ein anderes Land, keine Ahnung, verliert noch einen Zahn. Jetzt kommt der nächste Kollege, die nächste Kollegin und sagt, okay, dann müssen wir eine Prothese machen. Und damit die besser hält, machen wir die aus Stahl, aus Prothesenstahl. Und schon haben wir die dritte Komponente im Mund. Und so geht das immer weiter, wenn Sie verstehen, was ich meine. Das heißt, wenn ich also einen Patienten bekomme, dann sollte ich tunlichst überlegen, was kann dem noch in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten passieren. Und sollte mich vielleicht schon als Zahnarzt darauf konzentrieren oder auch als Patient den Zahnarzt zu fragen, welches Material oder aus welchem Material kann ich auch später Arbeiten machen lassen, die aus demselben Material gemacht werden können. Also gibt es Legierungen, heißen die Sachen. Ja, Legierungen sind auch Zusammengemenge von verschiedenen Metallen. Gibt es da Legierungen, aus denen ich Goldfüllungen machen kann, Kronen machen kann, Prothesen machen kann, sodass ich immer mit einem Pass, den ich vom Zahnarzt oder vom Zahntechniker bekomme, sage, hier, das ist in meinem Mund, bitte dieses wieder verwenden. Das wäre ideal. Dann haben wir deutlich weniger Schwierigkeiten. Ich möchte jetzt nicht anfangen mit, wie soll ich das ausdrücken? Diese Legierungen werden ja alle gegossen, also das heißt, sie werden sehr stark erhitzt. Das ist ja Metall, das wird dann flüssig gemacht und so weiter. Da gibt es natürlich auch wieder, kann es auch wieder Schwierigkeiten geben und das würde jetzt zu weit führen. Aber wichtig wäre alleine schon, wenn man dem Patienten sagt, pass auf, hier das Material habe ich genommen. Dieses Material können Sie nehmen für Füllungen, für Kronen, für Brücken, für Prothesen. Bitte, wenn Sie irgendwo umziehen oder was, nehmen Sie das mit und zeigen das dem Nachbehandler oder der Nachbehandlerin und sagen, dieses Material weiterverwenden. Das gilt übrigens auch, sind wir beim nächsten Material, für die Befestigungsmaterialien, also für Zemente.
Ja, Zemente gibt es auch in Form von Mineralstoffen, also das heißt ein Mix aus bestimmten Mineralien oder eben halt auch Kunststoffkleber mit dem, was ich vorhin schon über Kunststoffe gesagt habe. Und das Faszinierende bei den Kunststoffen ist, und dann bin ich auch erstmal wieder ruhig, dann können Sie mich weiter fragen, die Kunststoffe sind chemische Stoffe, die hat die Chemie faszinierend entwickelt. Insofern faszinierend, also der Zuschauer möge sich vorstellen, zwei Holzlatten zu nehmen, die er vorher so zwei Tage in Wasser gelegt hat. Und dann möge er bitte mal versuchen, diese beiden Holzstücke mit einem Kleber zusammenzukleben. Das wird ihm nicht gelingen. Die Chemie in der Zahnheilkunde hat es geschafft, in einem Mundraum, der 37 Grad hat, also normalerweise 37 Grad hat, wo aber Schwankungen sind zwischen 15 und, naja gut, viel heißer wie 45 Grad kann man den Mund nicht aushalten, dann wird es schon sehr unangenehm, aber wo sehr starke Materialschwankungen sind und wo das Material auch diese Material, also diese Temperaturschwankungen mitmachen muss, ist in der Lage, diese Chemie ist in der Lage, in einem Feuchtraum, wenn man das so will, sprich Mund, eine Füllung unterzubringen, die im Zahn festgeklebt wird. Die wird definitiv festgeklebt, weil Kunststofffüllungen werden in der Regel immer mit sogenannten Bondern im Zahn befestigt. Das sind also Lackierstoffe oder Lacke, die vorher eingebracht werden, bevor man die Kunststoffe in den Zahn einbringt, weil dann eben mal die Kunststofffüllung sich mit diesem Lack verbindet und dann die Füllung klebt. Also es sind sehr viele Komponenten, egal welche Art von Füllung man verwendet, wo Materialkomponenten auftreten, die sehr, sehr kritisch sein können. Das heißt also, man kommt nach dem Amalgam, kann man sogar vom Regen in die Traufe kommen, wenn man eventuell Kunststoffe im Mund hat, die man nicht verträgt. Und jemand, der nicht ausreichend beraten wurde, denkt, jetzt ist alles in Ordnung, jetzt ist die Pest raus und jetzt habe ich die Cholera drin. Das heißt also, das Thema Zahn wird noch die nächsten Jahrzehnte viel Aufmerksamkeit brauchen, gerade wenn man wie Sie ja den ganzen Mensch betrachtet. Wo geht die Reise hin? Also was gibt's dafür? Sie haben schon gesagt, Sie können jetzt keine Empfehlung für den Kunststoff XY aussprechen, sondern da muss man wirklich, wie Sie gesagt haben, individuell testen, wie jemand reagiert. Also es ist so, es kommen noch ein paar andere Sachen dazu, die wir vielleicht im zweiten Teil oder wie auch immer, kann man jetzt schon teilweise mal anschneiden. Obwohl die Kunststoffe zu ungefähr 80-85% keramische Füllstoffe drin haben, also es sind mehr oder weniger, ist das fein gemahlenes Keramik, in einer Kunststoffmatrix eingebunden. Und sie sind natürlich in den letzten Jahren sehr viel verbessert worden und werden immer weiter verbessert und so weiter, das ist klar. Aber bei den großen Backenzähnen, die hinten liegen, wo man also sehr viel Kaudruck aufbauen kann, ist es immer noch so, dass die Kunststofffüllungen relativ schnell sich abnutzen. Durch die Abnutzung der Kunststofffüllungen entsteht eine Veränderung in der Bisslage, also in dem Zusammenbiss zwischen oben und unten. Und in der Orthopädie ist es leider so, dass die Orthopäden der Meinung sind, der Atlas, also sprich, das ist das oberste Gelenk an der Wirbelsäule, wäre das höchstgelegene Gelenk im Menschen. Das ist aber nicht so, sondern das ist das Kiefergelenk. Das ist noch eine Etage höher. Und wenn jetzt durch eine ungleichmäßige Verteilung zwischen links und rechts das Kiefergelenk auf der einen Seite schief steht, dann wird über Muskelzüge, über die vielleicht noch später sprechen können, wird das ganze System getriggert und damit eben halt sogar die gesamte Statik beeinträchtigt. Also muss ich immer auch überlegen, auf der einen Seite, was für ein Material nehme ich und kann ich das Material guten Gewissens verwenden über viele Jahre, um diese Bisslage des Patienten auch zu stabilisieren. Darum haben wir bei Backenzähnen in der Regel immer gerne dem Patienten empfohlen, keramische Inlays anfertigen zu lassen. Ja, das ist teurer, okay. Aber dieses keramische Inlay besteht eben halt in Erd aus Keramik. Das ist schon mal gut. Viel kaustabiler wie Kunststoff. Der Nachteil ist, es muss mit einem Kunststoffkleber in dem Zahn befestigt werden. Und da muss man eben halt dann schauen. Also wir haben es immer so gemacht, am Anfang nicht, gebe ich ganz offen zu, weil wir es noch nicht wussten. Aber wir haben es immer so gemacht, bei einer Amalgamsanierung haben wir erst die Amalgamfüllung alle entfernt, haben eine Übergangsfüllung gemacht aus einem Zement, haben den Patienten, sofern er es wollte, eine Entgiftungsprozedur unterzogen.
Und nach dieser Entgiftungsprozedur haben wir uns überlegt, okay, wie groß sind die Füllungen, was muss ich dann nehmen, um die Kaustabilität zu haben, und haben über Laboruntersuchungen geguckt, ob wir herausfinden können, ob ein Material, was beabsichtigt ist, vielleicht jetzt schon bei diesem Patienten eine Unverträglichkeit auslöst. Das ist ein bisschen so ein Lotteriespiel, sage ich mal ganz vorsichtig. Das stimmt zwar nicht ganz, was ich sage, aber ich sage es trotzdem so ganz klar. Weil alle Materialien, die schon im Mund sind, kann ich mit diesem Labortest sehr zuverlässig überprüfen. Aber ich kann ein Material, was ich nehmen will, was der Patient oder was der Körper des Patienten noch nie Kontakt mit hatte, kann ich nur sehr begrenzt überprüfen, ob dieses Material für den Patienten gut ist. Es sei denn, und darum empfehle ich das auf jeden Fall immer zu machen, die Labortestung oder die Unverträglichkeitstestung findet heraus, dass zum Beispiel ein Kunststoff mit Matrix A nicht funktioniert. Matrix B und C funktioniert. Also weiß ich als Behandler, dann nehme ich ja lieber ein Material, wo das Laborergebnis gezeigt hat, B und C sind gut, und lasse A weg. Gar keine Frage. Ja? Und so muss man sich da rantasten. Also ich würde dringend wirklich empfehlen, dass die Patienten oder die Zuschauer und auch die Kollegen, wenn sie zuschauen, dass sie anfangen, sich mit dem Thema Umweltzahnmedizin zu beschäftigen, um einfach dem Patienten und dem Menschen, den sie da behandeln, möglichst wenig Schaden zuzufügen. Das ist einfach so, weil ein Füllungsmaterial ist immer eine Krücke, ist immer ein Ersatz und nicht ist original. Darum ist es einfach besser, man guckt rechtzeitig und sorgt sich um seine Zähne. Ja. Das ist sehr, sehr beeindruckend, wie hoch der Aufwand auch ist, um da einigermaßen dem Patienten gerecht zu werden, weil den Aufwand kann ich mir sehr gut vorstellen, wollen und können vielleicht 98% der Zahnärzte gar nicht leisten, oder sie haben gar nicht das Interesse großartig daran, sich damit zu beschäftigen. Ne? Ja. Konkurrenz ist ja auch gerade in Großstädten enorm. Da hat man vielleicht gar nicht die Muße, sich so sehr um den Patienten zu kümmern. Und deswegen gibt's ja auch so Spezialisten wie Sie, die da eine andere Sicht auf die Dinge haben. Was ist denn, wenn jemand ein Thema hat, wie soll er sich denn der ganzen Sache nähern? Soll er erstmal sich ein Buch kaufen von Ihnen, oder soll er Kontakt aufnehmen? Was empfehlen Sie da? Also da das Ganze natürlich sehr individuell ist. Also ich biete ja nach wie vor Online-Beratungen an. Das heißt also, das wäre schon mal eine Idee, weil der Patient kann oder der Interessent kann dann zum Beispiel mir Röntgenbilder schicken per Mail. Er kann abfragen, welche Materialien er in seinem Mund hat. Ja, in der Regel wissen das die Kollegen und Kolleginnen. Er kann zum Beispiel dann erfragen, welches Füllungsmaterial, welches Kronenprothesenmaterial verwendet wurde, damit ich einen Überblick bekomme, und dann kann man einen Fahrplan erarbeiten, wie es weitergehen kann. Natürlich kann ich über Online-Beratung, ich kann nicht über den Bildschirm behandeln, aber in der Regel ist es ja auch so, dass viele Menschen ratlos sind, genau wie Sie es gerade gesagt haben. Ja, meine Bücher bieten sich natürlich auch an, einfach so als Grundidee mal zu verstehen, was ganzheitliche Zahnheilkunde überhaupt ist. Aber wer es eben halt, und da der Mensch halt individuell ist, ist natürlich so eine individuelle Beratung wahrscheinlich der bessere Weg. Aber wie gesagt, zum allgemeinen Verständnis für die ganzheitliche Zahnheilkunde, da wären natürlich die Bücher auch sinnvoll. Und über so eine Online-Beratung kann ich wirklich schon sehr viel mit dem Patienten klären, sage ich mal. Und er hat ein Verständnis dafür, was er dann wiederum bei dem Behandler, zu dem er dann geht, oder bei der Behandlerin, das einfach dann fragt, wie geht das? Und dann muss man sich notfalls durchfragen und einfach dann auch den Mut haben, es geht ja um mich als Patient, um meinen Körper, zu sagen, also wenn Sie das nicht anbieten, dann suche ich mir jemanden, der das anbietet. Und da muss auch der Patient einfach diesen Mut haben, das abzufragen. Und es gibt glücklicherweise Kollegen, die das machen. Und auch immer, also hoffentlich immer mehr Kollegen, die das dann machen. Weil Sie haben recht, der Druck ist da. Auf der anderen Seite, ich meine, ich habe das jetzt 35 Jahre gemacht, habe mir da quasi so eine Nische aufgebaut. Nicht nur ich allein, es gibt ja noch andere Kollegen. Und diese Nische wird nachgefragt, ja, weil einfach immer mehr Umweltbelastungen auf uns zukommen. Und wir froh sind, wenn wir den Patienten in einem Level halten können, wo die Belastung mit Materialien möglichst gering ist. Und warum soll man das nicht abfragen und warum soll man das nicht machen? Ja, die Kollegen müssen sich oder sollten sich damit beschäftigen, weil es einfach eine Nische ist, die auch nachgefragt wird und die natürlich mir dann auch, warum soll ich nicht darüber sprechen, auch eine Einkommensmöglichkeit gibt, weil die Patienten wollen das. Ja, die wollen wissen,
was mache ich denn jetzt nun? Jetzt habe ich da 5 verschiedene Materialien im Mund, ich fühle mich nicht gut, wie gehe ich jetzt vor? Und der normale Kollege oder die normale Kollegin, die sind dann ziemlich hilflos, die sagen, ja, weiß ich auch nicht, das bilden sich wahrscheinlich nur ein. Das ist so das meiste, was ich gehört habe. Ja? Und das ist dann traurig, weil die Patienten dann oder die Menschen dann da stehen und wissen, ja, wen frage ich denn jetzt nun? Und da gibt es halt leider nicht so viele davon. Und auf der anderen Seite ist es so, dass es genau wie wenn sie sich spezialisiert haben auf eine bestimmte Software. Ja, warum soll man sich denn als Zahnarzt oder als Zahnärztin nicht auf eine bestimmte Nische konzentrieren? Weil es ist interessant, weil sie merken auf einmal, wie viel Fachbereiche da zusammenkommen. Es ist ja nicht nur das Material, es ist die Statik, aber auch das Zusammenspiel der verschiedenen Materialien. Und ja, auf der einen Seite ist es Arbeit, aber es macht sehr viel Spaß und sie kriegen dann irgendwann so einen Faden, wo sie dann dem individuellen Patienten sagen können, okay, das wäre für sie, wäre das Beste, in diese Richtung zu gehen. Ich freue mich sehr auf den zweiten Teil, wo wir dann auch, wenn Sie das mögen, gerne noch mal kurz das Thema Fluoride anhauen werden oder anreißen, ja. Besser gesagt. Dann die Statik des Körpers, die würde ich gerne mit reinnehmen in den zweiten Teil. Und vor allen Dingen auch, was ich auch sehr interessant fand, ist, wie sich das Ganze auf die Psyche auswirkt. Also ich kann da nur jedem zu sehr empfehlen, sich dann auch bei Gelegenheit den zweiten Teil anzusehen. Und ja, ich bedanke mich schon mal, dass Sie uns eine Übersicht gegeben haben über doch hoffnungsvolle Methoden, um die Gesundheit zu verbessern, an die vielleicht noch nicht jeder gedacht hat. Schon mal vielen Dank, Herr Dr. Schreckenbach. Sehr gerne, Herr Göhn.